herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und ich kann dir sagen, ich habe heute eine ganz besondere Folge, die ich mit dir teilen möchte. Ich habe nämlich eine Gästin bei mir sitzen, hier vor der Kakadu-Tapete. Und diese Gästin ist Beate Else Jankowiak und bei ihr haben mit 50 die Eierstöcke nochmal gesagt, jetzt oder nie. Und sie hat nochmal Zwillinge geboren. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Beate Else. Ich freue mich, dass ich das mit dir machen darf. Sag doch einmal genau, wer du bist, was du machst, damit unsere Zuhörerin weiß, wer jetzt mit mir hier sitzt. Okay, ich bin Beate Else Jankowiak, bin jetzt 62 Jahre alt, habe 6 Kinder und habe ganz normal mit 26 mein erstes Kind Miri gekriegt und dann ging das eigentlich immer so weiter. Dann habe ich doch tatsächlich mit 50 nochmal Zwillinge gekriegt und das sind Miller und Lilith. Schön. Und wenn du dich jetzt fragst, woher Beate, Else und ich uns kennen, dann wollen wir dir kurz sagen, wir kennen uns nämlich von ihrer großen Tochter, von der Miri. Die hat uns nämlich unser wunderbares Glücksmama-Studio eingerichtet. Und die war sofort Feuer und Flamme, als ich sie angeschrieben habe. Und dann war Beate nämlich bei der Eröffnung. Und du wolltest mir in Schoko getauchte Erdbeeren mitbringen. Und Miri hat gesagt, ey, das sind so viele Leute, das brauchst du nicht machen. Mach lieber nochmal irgendwas anderes. Und das ist doch eine schöne Überleitung, die in Schoko getauchten Erdbeeren. Das kannst du nämlich richtig gut, weil du nämlich was machst? Ich mache schon 23 Jahre lang Catering. Und habe halt bestimmte Produkte, die ich, also ich mache alle Sachen mit Liebe, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die sind halt so everybody's darling und da gibt es halt, das wird halt eigentlich immer wieder bestellt. Ich schlage das dann halt auch vor und die Sachen sind halt sehr beliebt und zum Glück, wenn ich einmal für eine Firma oder für eine Veranstaltung gekocht habe, dann werde ich auch immer wieder gebucht und das freut mich halt sehr. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde dich auf jeden Fall auch noch buchen, weil ich ja bei Miri zur Office-Eröffnung war und da hast du ja auch das Catering gemacht, das fand ich großartig. Mhm. Und warst du schon immer selbstständig? Ja, war ich schon immer. Ich bin aber, komme eigentlich aus der Bekleidungsbranche. Wir haben ein sehr großes Geschäft, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet alle. Wittenherdecke, da sind wir her und da hat mein erster Mann aus der Familie ein sehr großes Bekleidungsgeschäft mitgebracht. Da habe ich sehr, sehr viele Jahre, 20 Jahre total gerne gearbeitet, aber wir haben halt zusammen gelebt, zusammen gearbeitet und die 4 Kinder zusammen gehabt und leider war das doch dann für mich irgendwann mal zu Ende. Und ich habe einfach einen neuen Lebensweg angefangen für mich. Und meistens sind die Kinder ja auch bleiben bei den Müttern, wobei der Vater sich auch sehr eingebracht hat. Und da habe ich ein Bistro eröffnet und habe aber gemerkt, dass das Catering ein ganz wesentlicher Stand, eine ganz wesentliche Sache so für mich war und ist. Das mache ich bis heute. Das klingt sehr gut. Und deine Kinder haben dich dabei unterstützt oder mussten die mit Plätzchen backen und Kuchen backen, Schnittchen schmieren? Ja, also das ist wirklich so. Das würden auf jeden Fall meine 3 großen Töchter sehr bestätigen, dass wir ganz oft morgens vor der Schule um 5 Uhr angefangen haben und Spieße gesteckt haben. Dann sind die halt um 7:30, 8 in die Schule gegangen. Aber wir sind halt ein Familienbetrieb gewesen. Wir haben auch ja alles zusammen gemacht, zusammen Urlaub, wir haben schöne Zeit zusammen und wir haben auch oft zusammen gearbeitet. Und jedes der Kinder hat mir auch immer im Bistro geholfen. Immer wenn es soweit war im Alter. Und haben die sich aber manchmal beschwert, wenn sie morgens um 5 Spieße stecken mussten? Nee, das ist ja unser Leben gewesen. Das haben die ja nicht jeden Tag gemacht, aber das haben wir schon oft gemacht und oft natürlich auch unterschiedliche Sachen gemacht, aber das war für sie vollkommen normal. Ich meine, Miri, das merkt man ja auch, arbeitet ja auch arbeitet ja auch zu viel, ist ja auch so ein Workaholic wie ich. Ja, das stimmt.
Ich habe das vorhin, ich will da gerne nochmal drauf eingehen, weil ich das vorhin nicht so gut erklärt habe. Also unsere Interior-Designerin vom Studio ist ja Miriam Jax, die große Tochter von Beate. Und sie ist wirklich sehr erfolgreich unterwegs. Und du findest ihr Profil, wenn dich das interessiert, auch auf Instagram unter Miriam- und also ein Unterstrich Jax. Und da kannst du gerne mal dich umschauen. Da sind ganz tolle, inspirierende Sachen dabei. Und sag mal, Beate, du warst ja schon immer ein Babyfan. Ne? Also so erlebe ich dich auf jeden Fall auch mit deinen Enkelkindern. Hast du dir nach den 4 Kindern, hast du das Gefühl gehabt, das war's jetzt? Oder hattest du eigentlich das Gefühl, da will noch jemand zu dir? Also nach 3 Kindern haben wir ja schon gesagt, das war's. Wir wollten aber eigentlich immer 6 zusammen haben, mein erster Mann und ich. Das hatten wir uns ganz fest vorgenommen. Da haben wir uns kennengelernt, da haben wir gesagt, wir wollen 6 Kinder haben. Und nach 3 Kindern hatten wir aber gemerkt, da hatten wir 3 große Geschäfte gehabt. Es wurde alles schwierig. Na, und ja, dann bin ich ja noch mal nach 5 Jahren mit der Spirale schwanger geworden, mit einem Jungen halt. Ne? Und das war schon ganz schön, das Gefühl auch war ganz schön anders, dann halt auch noch mal ein Kind zu haben und anders. Aber ein Kinderwunsch besitzt sich immer. Oh. Ja, das ist so. Das geht mir ja auch so. Ja, auch wenn ich jetzt hier so rüber gucke und lese hier Glücksmama, ne? Was gibt es denn mehr auf der Welt als eine Glücksmama? Oh, das hast du schön gesagt. Und wie hast du dann, also du hast ja dann die Zwillinge mit einem neuen Mann bekommen. Ihr wart dann wahrscheinlich schon eine Weile zusammen. Hol uns doch mal so ein bisschen in die Geschichte rein. Als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe, habe ich bei Freunden in einem Interieurgeschäft gearbeitet, eine Zeit lang. Also es war so gewesen, dass ich nur gesagt habe, das kann ich nicht, das ist gar nicht mein Job und ich habe da gar kein Gefühl dafür. Und tja, dann war es aber so gewesen, dass ich dann doch gemacht habe und mit einer wirklich großen Leidenschaft und auch auf Anhieb Farben, Gardinen, ein Gefühl dafür hatte. Mein Chef, der hat dann immer so eine halbe Stunde gebraucht, um sowas auszurechnen, was das kosten könnte. Das habe ich der Kundin vorher schon gesagt, ne? Macht einen nicht beliebt. Aber da habe ich dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Ah ja. Der hat ich habe dann verkauft. Mein Chef hat es ausgerechnet und hat die ganze Handling gemacht. Eine Näherin hat es genäht und er hat es aufgehängt. Dein zweiter Mann. Genau, genau. Und wie lange wart ihr zusammen, bis du dann vielleicht doch gemerkt hast, ach, vielleicht wäre das schon noch mal ganz schön, auch noch mal gemeinsame Kinder zu bekommen? Oder war das gar nicht da? Hat dich das total überrumpelt, also die Schwangerschaft? Nee, Kinderwunsch hatte ich ja immer. Und das ist für mich auch, ich habe auch einen Enkelkinderwunsch halt. Ne? Das ist auch immer noch da. Aber hört zu, Kinder von Beate. Ich habe ja schon 4 Jungs, jetzt noch 4 Mädchen, das ist doch alles gut. Was habe ich jetzt sagen sollen? Ob du mit deinem zweiten Mann gemeinsam gedacht hast, jetzt wollen wir noch mal zusammen Kinder haben. Genau, das war so gewesen, dass ja mein Mann 12 Jahre jünger ist als ich. Und ich mich aber auch noch nie alt gefühlt habe. Ja? Also ich habe mich nie zu alt gefühlt für ein Kind oder gesagt, das will ich nicht oder... Aber es stellte sich ja nichts ein. Es kam ja kein Kindchen. Ja? Und aber ihr habt auch nicht verhütet? Nee, wir haben auch nicht verhütet. Und die Gynäkologin hat gesagt, da passiert nichts mehr. Na, da ist jetzt nicht mehr so schlimm. Das ist halt so. Aber dein Zyklus war noch da? Ja, genau. Du hattest jeden Monat deine Regel? Ja. Okay. Genau. Und von Wechseljahren haben wir auch noch nicht die Spur? Keine Hitzewallung? Naja, keine. Das war ja dann so ein bisschen komisch, dass meine Freundin, halt meine damaligen Freundinnen, die ja alle so um die, mein gleiches Alter waren, um die 50 ja alle Wechseljahre hatten oder schon in den Wechseljahren oder teilweise schon raus aus den Wechseljahren waren und immer so gewedelt haben, dass denen so heiß ist und sowas. Und da habe ich nur gesagt, also mir ist jetzt auch so komisch, ne? Also mir geht es auch so elend und irgendwie... Aber ich hatte nicht gedacht, dass ich hätte schwanger sein können, ne? Und da bin ich zur Gynäkologin gegangen und
Da hat die nur gemeint, dass ich auf keinen Fall in den Wechseljahren wäre. Ne? Hat aber auch nicht gesagt, dass es zwei sind. Aber auf dem Bildschirm habe ich zwei kleine Punkte gesehen schon. Ne? Ich konnte mich seelisch, moralisch eigentlich so ein bisschen so drauf vorbereiten. Und als ich dann nach einer Woche nochmal kommen sollte, hatte sie es dann ja auch gesagt. Aber da war natürlich so schon... war ganz außergewöhnlich, weil man ja dann nicht mehr damit gerechnet hat, auch weil es ja so eine lange Zeit vergangen war. Es waren ja 7 Jahre oder sowas dazwischen, ne? Absolut. Genau. Ja, und das war dann schon so ganz große Freude natürlich, aber auch was sagen denn jetzt die anderen und wie geht's denn jetzt mit meinen Freunden und was ist mit meinen Freundinnen und man muss auch ehrlich sagen, dass eine Frau, die schwanger ist, die wird oftmals so, ich sag mal so komisch angeguckt halt so. Die wird so, ich weiß nicht, ob du das fühlen oder weißt, was ich meine, ja. Also das ist Neid. Bauchneidisch bin ich auch oft. Also, du kennst es doch. Du bist ja so jung noch. Ich, du kannst ja in meiner Lage noch 10 Kinder kriegen. Ja, das stimmt. Das freut mich auch. Wenn sie hier kommen. Wenn ich hier einen Schwangerschaftskurs gebe, dann weiß ich ja immer noch, wie ich mich in meinen beiden Schwangerschaften gefühlt habe. Und ich habe das geliebt. Ja. Und ich bin manchmal bin ich bauchneidisch. Okay, also du weißt, was das ist. Ich weiß, was das ist. Aber das ist ja jetzt nicht nur dieses Bauchneidgefühl, sondern da kommt ja dann noch dazu, dass die Freundin vielleicht auch gerne wollen, ja? Aber ich meine, ich glaube, mit reiner Vernunft machen das ja nicht so viele, mit 50 schwanger zu werden halt, ne? Also ich habe auch ein paar Freundinnen, die schon älter sind. Und da sind alle total froh, dass die Kinder jetzt so am Rande des Ich-zieh-aus-Bereiches sind. Und ich weiß, dass die gerade ein ganz anderes Leben führen. Ich glaube, da hat keine einen Kinderwunsch. Oder sie hat das noch nicht ehrlich gesagt. Mhm. Aber du hast es bei dir so wahrgenommen, dass Freundinnen, die in deinem Alter waren, auch dachten, oh Mann, irgendwie, das ist ja nochmal ein ganz anderes Leben dann. Ne? Na, auf jeden Fall. Und zwei auch gleich noch. Ja. Wie hast du es denn deiner Familie gesagt? Wann hast du denen das gesagt? Weißt du das noch? Ja, ich bin am 12.06. habe ich Geburtstag. Da bin ich 50 geworden. Und gab es natürlich ein vortreffliches Essen, aber das hat eigentlich keinen mehr so richtig interessiert, weil ich ja gesagt habe, dass ich noch mal Zwillinge bekomme. Ne? Waren alle völlig geschockt. Völlig. Meinen Kindern habe ich das schon vorher gesagt. In der Küche, also nicht an der großen Tafel, die wir im Garten hatten, sondern in der Küche schon mal. Und Julika, die war gar nicht da, meine zweitälteste Tochter, die war zurzeit in Amerika. Und ja, das war schon total gemischt, ne, wie das so aufgenommen wurde. Also Miri hat sich totale Sorgen um mich gemacht. Ne? Die hat natürlich auch gewusst, wie viel ich arbeite, wie ich das hinkriegen soll. Und Julika, witzigerweise, die war ja in Amerika, hat geträumt, sie kriegt Zwillingsschwestern und die kriegt sie ja dann auch, ne? Oh Gott, da kriege ich gleich eine ganz. Ja, da kann man auch eine Gänsehaut kriegen. Es war aber so. Sie hat ja gar nichts mitgekriegt, gar nichts gewusst. Ne? Und Rose, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie. Ach nee, die war 17. Die hat sich unmenschlich gefreut. Also die war so. Das kann ich mir bei Rose auch richtig gut vorstellen. Ja, die ist ja so ein Kinderfuzzi. So wie ich es bin. Ja, genau. Ich bestimmt auch noch 5. Nein, darf will sie nicht, sagt sie. Ach so. Glaube ich auch nicht. Also 1 kommt noch. Okay. Oder 2. Gut. Rose, wenn du das jetzt hörst, Rose, hör weg. Wir bestimmen das jetzt mal. Kannst bei mir einen gratis Rückbildungskurs machen. Genau, wie schön. Oh ja. Und dein Sohn, was hat der gesagt? Wie alt war der? Der war zu klein. Okay. Der war zu klein. Miri war ja 24. Julika war 21. Rose ist ja mit dem Geburtstag der Zwillinge ist sie 18 geworden. Das war ja wohl das größte Geschenk. Was die haben am gleichen Tag Geburtstag? Nee, also ich habe ja... Also ich konnte dann wirklich nicht mehr laufen hinterher. Ne? Ich war wirklich auch so dick. Jedes hat 2,5 Kilo gewogen. Ich habe bis 2 Wochen vor der Geburt gearbeitet halt. Ne? Und ich kam einfach in meine Küche auch gar nicht mehr rein. Und Herdecke, die sind ja so eine anthroposophische Klinik, die haben gesagt, nee, wir machen da nichts. Und dann habe ich gesagt, einmal können wir es doch wenigstens versuchen. Einmal. Was meinst du mit dem, was einleiten? Machen wir nicht? Ach, okay. Ne? Also das geht halt, wenn man Glück hat. Und das war morgens und bis mittags tat sich gar nichts. Dann habe ich meine Gynäkologin angerufen und ich habe gesagt, das sieht ganz schlecht hier aus. Ne? Da sagt sie,
du bleibst da jetzt schön da. Um 18 Uhr ist Personalwechsel und dann sagst du, du hast wen. Dann verzögerst du die Zeit. Und es war wirklich so, es ging um 10 Uhr los. Echt? Morgens sind die dann geboren. Es war ja so halb normale Geburt. Oder das war eine Spontangeburt? Nee, es war keine Spontangeburt. Also ich habe 6 Stunden Wehen gehabt. Also es hätte eigentlich gereicht für Zwillinge. Aber eine Plazenta hat sich dann vorher gelöst. Das ist aber, das kann bei jeder, ob man 20 ist oder 50, ja. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das war auch nicht schlimm. Aber dann kam es natürlich dann doch zum Kaiserschnitt. Ne? Und dann waren sie natürlich ganz zucki-zucki da. Ne? Ja. Und wie hast du die Zeit danach erlebt? Also als sie da waren? Als sie da waren? Ja, ich glaube, da bin ich eher wie so ein Engel unterwegs gewesen. Ich habe teilweise so geschwebt, weil die waren ja 2 Tage, mussten die in so einem Wärmebettchen liegen. Das fand ich ganz furchtbar, weil nichts Sehnlicher habe ich mir gewünscht, als dass sie so bei mir wären halt. Und da musste ich immer so einen langen Gang da in Hertig gelaufen, bis ich da war. Und da habe ich manchmal auf dem Weg gedacht, wenn ich jetzt tot umfalle, findet mich ja noch nicht mal einer. Ne? Also oh Gott. Das war schon wirklich sehr anstrengend. Aber es ging relativ schnell vorbei. Also das durch die Freude mit den Kindern, durch das Sehen, wie die sich entwickeln und dass alles so in Ordnung war. Und ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man 50 ist und 2 gesunde Kinder kriegt. Hätte ja auch anders sein können. Aber ich hätte sie genauso lieb gehabt. Oder ich habe sie genauso lieb. Das ist schön. Ja, muss man sich auf jeden Fall, das muss man sich vergegenwärtigen. Also es ist nicht alles selbstverständlich im Leben. Du bist also sehr dankbar. Ja. Dankbarkeit ist ja ein ganz wunderbarer Booster, um sein Energielevel auf eine ganz, ganz tolle Frequenz zu bringen. Wenn man jeden Morgen aufsteht und erstmal für 3 Sachen aus tiefstem Herzen dankbar ist, dann geht man ganz anders in den Tag. Ja. Ich glaube, du bist auf jeden Fall ein sehr dankbarer Mensch. Ja, ich kann Mensch das abends und morgens. Ja, das ist super. Ja, ich freue mich auch allein, dass ich so schön schlafen kann, weil ich brauche nachts unheimlich viel Energie, so, ne? Weil tagsüber power ich ja nach wie vor rund um die Uhr. Dann schlafe ich halt so schön und so gut. Dann habe ich so einen klitzekleinen Pudel, der immer bei mir ist. Das freut mich total. Und hast du so eine klassische Elternzeit gemacht oder musstest du gleich wieder Catering machen? Was ist das? Frage ich mich auch. Was ist das denn? Das habe ich bei keinem meiner Kinder gehabt. Bei keinem. Wie hast du das denn organisiert? Haben die mit in der Küche, in der Wippe gelegen? Du meinst jetzt die Zwillinge ja, speziell? Die Zwillinge. Also bei den Zwillingen war das so gewesen, da habe ich nach 2 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Und Mutter ist ja immer, muss man immer ein Organisationstalent sein. Also das muss immer alles arrangiert sein. Und ja, die hatten so 2 kleine Wippen. Ich habe die eigentlich überall mitgenommen. So den Maxi-Cosi oder so war zwar ziemlich schwer, aber die Kraft hatte ich. Ne? Ich habe die halt auch lange gestillt. Immer 1 rechts und 1 links gleichzeitig, um Zeit zu sparen. Tandem stillen, sehr gut. Genau, im Krankenhaus haben die immer zu mir gesagt, ich müsste jetzt unbedingt mal zu den jungen Müttern gehen und zeigen, wie man das macht. Wie süß, ne? Herrlich. Ja, aber die, diese Zeitorganisation mit Arbeiten und Kind, das muss man lernen. Weil das sind immer Situationen. Ja, also ich sehe das auch hier bei Miri mit Noah. Das sind Situationen, die sind einfach so und die müssen geregelt werden. Da muss man ein Netzwerk haben. Ja, und was war dein Netzwerk? Ich habe eine ganz liebe Familie aus Witten gehabt. Also die kannte ich. Also die Geschichte ist eigentlich so, dass von meiner 2. Tochter hat die einen langjährigen Freund gehabt. Über 3 Jahre waren die zusammen. Und der war halt auch immer so gerne bei uns und ich habe den auch immer mit in Urlaub genommen und wir haben immer alles zusammen gemacht. Ne? Und die Familie von ihm, die haben eigentlich das 100-mal wieder gut gemacht, was ich mit ihm gemacht habe. Das war dein Dorf? Ja. Also die sind mit den Kindern jeden Tag spazieren gegangen. Es waren 2, also die Mutter und die Schwester von ihm. Und die sind jeden Tag gekommen. Entweder vormittags oder nachmittags haben die Kinder fertig gemacht. Also für mich geht immer ganz wichtig, dass Kinder schlafen dürfen. Ne? Also in Ruhe schlafen dürfen halt. Und nicht aus dem Schlaf ziehen und sonst irgendwas machen. Schlafen lassen, dann sind die halt gekommen, wenn ich gegangen bin, einer von denen. Und dann nachmittags ist immer einer mit den 4 oder 5 Stunden spazieren gegangen im Zwillingswagen, bei mir vorbeigegangen, stillen lassen und weitergegangen. Und du hast gearbeitet? Ja, genau.
Ich finde Arbeit auch ganz wichtig. Ich finde ganz verkehrt, dass die jungen Frauen so oft ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, ja, dass sie ja jetzt ihr Kind nicht sehen und das macht das und jetzt kann das schon, was weiß ich, was Mama sagen und ich weiß es nicht, also mit dem Kind ist man immer verbunden, auch wenn man nicht dabei ist, ja. Das stimmt. Ich kenne das nicht, dass jemand ein schlechtes Gewissen bei mir gemacht hat, obwohl ich so viel gearbeitet habe. Du Glückliche. Ja. Die Zwillinge sind jetzt 12 Jahre alt? Ja, genau. Die sind jetzt 12 geworden. In welcher Phase seid ihr gerade? Grausam. Warum? Ich weiß nicht. Also das ist vielleicht eine Abnabelungssache für uns alle drei. Also Miller von Lilith, Lilith von Miller, Miller von mir, Lilith von mir. Also im Grunde alles, ne? Geht jetzt gerade so die Post ab. Und das ist, kenne ich ja schon, Pubertät, ziemlich oft, ne? Aber Zwillingspubertät ist eine Herausforderung. Und man muss ja auch sagen, du bist schon immer mit den Zwillingen alleinerziehend gewesen? Ja. Oder war das nochmal eine Mischform? Nee, ich war immer alleine für die da, aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich alleine für die zuständig bin, dass es schlechter ist, sondern es ist eigentlich besser, ja. Also ich kenne das ja auch noch von der ersten Zeit meiner 4 Kinder, dann ist dann schon mal einer von denen zum Papa gelaufen und hat gesagt, aber Mama hat gesagt, ich darf das. Das passiert ja nicht, ne? Wenn keiner da ist, passiert sowas ja nicht, ne? Also dieses Austricksen, also dieses dem gegenüber sein, wie es ist, diese Realität, das haben die ja immer, ne? Aber die müssen auch helfen, ne, übrigens, ne? Die stecken auch Spieße. Die machen auch mit, genau. Miller schleppt auch viel, die ist jetzt schon so groß, ne? Genau. Und was ist, wenn du jetzt daran denkst, dass die Zwillinge, die sind jetzt 12, die Zeit, wo sie jetzt noch so richtig bei dir sind, ist ja absehbar, wahrscheinlich. Man weiß es immer nicht, aber kriegt noch ein Baby. Nein, das soll ich deine Leihmutter sein? Das ist in Deutschland ja Nein, verboten. Das würde ich schon mal gar nicht wollen, weil wenn, dann will ich ja schwanger sein. Ach so. Ich war ja für mein Leben gerne schwanger. Es geht ja also auch um die Schwangerschaft. Ja. Oh, da haben wir ja auch was gemeinsam. Ja, genau. Bist du jetzt neidisch auf mich, dass ich noch mal 5 Kinder kriegen könnte? Nee, freue ich mich für dich. Also ich finde ja auch, also ich arbeite ja auch noch viel halt. Ne? Du kannst ja auch nicht alles leisten. Das ist natürlich so, dass du langsam aber sicher irgendwo ein bisschen runterfahren musst halt. Und 4 Enkelsöhne, die mögen mich gerne. Also wenn ich da sage, dann mache ich nur die Arme auf der Komsale, ne? Also, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Noah hole ich nachher von der Kita ab. Aber du arbeitest dann sagt Vollzeit. Dann sagt er, aber dann will ich auch bei dir schlafen. Ich arbeite, die Jobs, die ich bekomme, die mache ich. Ne? Okay. Ich arbeite nicht von 8 bis 17 Uhr, ne, sondern ich habe halt einfach, wenn ich jetzt die nächste Woche habe, ich eine Woche lang jeden Tag einen Job, da fange ich aber auch schon nachts um 2 an. Wenn ich um 8 Frühstück liefere, das muss ja gemacht werden. Ne? Okay, und heute ist so ein Tag, wo du nichts hast, deshalb kannst du bei mir sitzen und den Podcast aufnehmen. Genau. Und dann Noah abholen von der Kita. Nee, dazwischen habe ich noch ein Catering-Gespräch. Ah, okay, verstehe. Mhm, im Saaldeck. Ja, das ist doch super. Und was ist so dein, hast du irgendeinen Mama-Tipp für Gelassenheit? Boah, den brauche ich, glaube ich, auch. Ich habe das Gefühl, du bist immer total gelassen. Das sagen alle Leute. Das sagen alle Leute. Also ich denke, dass dieser positive Gedanke, das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt für alles, ne? Dass ich meine Kinder positiv bedenke. Ne? Ja, das glaube ich auch. Bist du manchmal ausgeflippt und hast rumgeschrien? Ja, das kann ich auch. Ja, es waren ja unterschiedliche Situationen. Ja, aber Lilith zum Beispiel, die kann einem auch so richtig zur Weißglut bringen, ne? Also der hätte ich schon mal oft gerne eine geschmiert, wenn es noch erlaubt wäre, ne? Oh, Beate! Naja, die ist manchmal... Das muss ich rausschneiden. Ja, das schneidet auf jeden Fall raus, ne? Ich habe nur eine geschmiert gekriegt von meiner Mutter, ne? Früher war das ganz anders. Ich weiß. Okay. Ich habe auch den Arsch vollgekriegt von meinem Vater. Ja.
Aber es geht ja immer in war den... Ich fand es nicht so cool, muss ich sagen. Na, ich auch nicht. Aber ich merke auch, dass ich natürlich auch schon so ein Potenzial manchmal habe, dass die Kinder mich nerven und ich denke, ich muss jetzt ins Kissen brüllen. Naja, man muss sich halt für sich selber was überlegen, womit kriege ich diese Situation in den Griff? Ne? Ja. Also womit glätten sich jetzt hier die Wogen wieder? Oder warum machen Kinder das überhaupt? Ne? Ja. Milla ist ja ein ganz anderer Typ als Lilith. Das sind ja zwei vollkommen andere Wesen so halt. Ne? Aber Lilith ist halt auf ihre Art ganz großherzig, liebevoll. Und Milla ist so eher so ein Schöngeist. Ne? Aber die haben jeder ihre Art so, boah. Würdest du sagen, dass du irgendwas anders machen würdest? Naja, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte nicht mit 26 angefangen, sondern mit 36 und mit 45 aufgehört. Dann wäre das alles so mehr in der Mitte gewesen, aber es war ja nicht so. Dann hätte sich diese ganze Kinderzeit nicht so in die Länge gezogen. Nee, darum geht es nicht, sondern dann wären halt die Kinder auch im gleicheren Alter. Was haben die denn für einen Kontakt untereinander? Gut, gut, sehr gut. Also meine drei großen Mädchen, die leben und sterben füreinander sozusagen, die machen ja alles zusammen. Ein Junge ist ja da wieder ein bisschen anders, ne? Und mein Sohn, der ist halt auch in Jena eigentlich, ne? Der ist halt auch nicht so griffbereit. Also der ist halt auch nicht so kommunikativ wie die anderen. Die machen das, dann machen sie das, dann machen sie das, ne? Und so ist er halt nicht, ne? Aber scheint sich ein bisschen zu bessern. Der wird jetzt auch 25 im Februar, ne? Also ein bisschen anderes Alter schon mal. Ja. Hattest du das Gefühl, dass dich von außen jemand verurteilt hat dafür, dass du mit 50 nochmal Mama geworden bist? Ja. Ja. Eigentlich auch krass, oder? Mehrere. Ja, das war eigentlich der wesentliche Grund, warum wir aus Witten weggegangen sind. Tatsächlich? Mhm. Ja, ich fand das so, ich finde, das geht niemandem was an. Nee, gar nicht. Ja, ist aber so. Ich habe ganz oft, oder auch hier die Dodo, die mit den Kindern unterwegs war, die dann gefragt hat, ach, das sind ja die Zwillinge, ne? Und dann so gehässig halt auch, ne? Oder zu mir dann, ja, musste das denn sein? Du hast doch schon vier Kinder. Hm. Ja, ich habe das erlebt. Sehr, sehr, sehr sogar. Und fühlst du dich in Berlin wohl? Am Anfang war es schwierig auch, ne? Weil wir haben noch ein bisschen weiter draußen gewohnt. Also wir sind ja da Richtung, also Ransdorf haben wir gewohnt. Und da war das halt dieser Osten. Und ich so als alte Mutter, also das war ja so gewesen, dass gar keiner gedacht hat, dass ich die Mutter bin. Also diese Frage kam nicht auf. Nein? Nein, nein, überhaupt nicht. Rose hat ja da noch bei uns gewohnt, ne? Die ist ja halt nur 18 Jahre älter als die Zwillinge, ne? Und immer haben alle gedacht, dass Rose die Mutter von denen ist. Immer. Es gab gar keine, auch in der Kita hat das ewig gedauert, ne? Bis die gecheckt haben, dass du die Mutter bist? Ja, ganz oft haben sie gesagt, holen sie jeden Tag ihre Enkelkinder ab. Was hat das mit dir gemacht? Puh, ja, am Anfang habe ich nur gedacht, mein Gott, bist halt wirklich, siehst so alt aus, ne, dass die dir so ein Kinder nicht mehr zutrauen. Ne? Und ich fand das ganz furchtbar, aber irgendwann hat es mich gar nicht mehr gestört. Also man auch so rein? Die Kinder haben ja auch damit zu tun gehabt. Die Kinder, da haben die anderen gesagt, hol deine Omi dich wieder ab. Nee, das ist meine Mama. Ne, oder so. Das war aber für die ganz selbstverständlich. Ja. Ne? Wie ist das, sagen die Zwillinge manchmal, dass sie es total gut finden, dass du schon ein bisschen älter bist, weil du ja vielleicht gelassener bist? Ja, auf jeden Fall. Die finden das ganz mega. Die sagen immer, die anderen Mütter sind alle so streng. Ne? Und du bist so gelassen. Ne? Das sagen die auch wirklich. Oh. Ne? Aber es ist halt so, dass hängt das auch damit zusammen, dass man vielleicht auch, wenn man älter wird, einfach auch merkt, dass das was so richtig wichtig ist. Also ich sage jetzt mal,
Ja. Also ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Ich kann darauf antworten. Also dass man halt die wichtigen Sachen mit denen umgeht und die unwichtigen Sachen einfach übersieht. Also das finde ich schon, das macht man im Alter oder wenn man älter ist auf jeden Fall. Ja, wenn das so ist wie bei mir, dann ist es noch so, dass du noch, dann noch die Probleme hast, dass die älteren Kinder sagen, Mama, das durften wir aber nicht. Ne? Also die kriegen das ja dann auch mit. Ne? Was ist dein letzter Glückstipp? Hast du einen? Ja. Oder hast du ein schönes Motto? Oder? Ja, also mit Kindern kann man wirklich glücklich sein. Das finde ich schon. Und ich wäre auch nicht so glücklich, wenn ich nicht so viele Kinder hätte. Das ist schön. Ja. Beate, ich danke. Ich sage immer Beate, obwohl du Beate Else ist auch wunderschön. Bei mir ist das so ein bisschen drin, aber das nimmst du mir ja nicht übel. Ne? Auf keinen Fall. Ich fand es wundervoll, dass du bei mir warst heute und dass du mit mir so ehrlich über deine Zwillinge gesprochen hast und wie es dir damit ging. Und das ist total schön, was du uns hier berichtet hast. Und du, liebe Glücksmama, schön, dass du wieder dabei warst beim Podcast oder wer auch immer sich jetzt diesen Podcast anhört. Ich gehe einfach immer davon aus, dass es wahrscheinlich mehr Frauen sind als Männer. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir sind jetzt am Ende unserer Podcast-Folge und ich hoffe, dass du ein paar Inspirationen für dich mitbekommen hast. Vielleicht hast du Lust, mit deinen Kindern ein paar leckere Spieße zu machen. Ich verlinke dir auf jeden Fall die Seite von Beate Else Jankowiak in den Shownotes. Dann kannst du da auf der Seite ein bisschen stöbern. Und wenn du noch mehr Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gerne auf unserem Instagram-Profil. Da findest du uns unter Glücksmama Berlin. Oder du gehst einmal auf unsere Website glücksmama.de. Und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für eine neue Glücksmama-Folge. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis ganz bald. Deine Christina.